Ich erinnere mich noch gut, als ich meine erste Barbe gefangen habe. Das hat auch einen kräftigen Adrenalinanschuss gegeben. Das ist schon so ein Moment gewesen, wo ich sage, da erinnere ich mich auch heute gerne noch dran. Mein Name ist Stefan Brandt. Ich bin der erste Vorsitzende der ASG Steinbeißer e.V. hier aus Wuppertal. Ein Freund von mir hat hier das Fliegenfischen in der Wupper betrieben. Und ich bin einfach mitgegangen. Es hat mich direkt fasziniert. Ich habe gesagt, das will ich auch. Der Trick beim Fliegenfischen ist, dass man als Köder ein Imitat eines Insektes benutzt. Deswegen auch der Begriff Fliege. Beim Fliegenfischen ist die Besonderheit, dass die Fliegenschnur das Wurfgewicht ausmacht. Das heißt, das Gewicht liegt in der Schnur. Ich muss also die Energie in die Schnur bringen und nur dann kann ich meinen Köder im Wasser ablegen. Es hat ja jetzt hier die Renaturierung gegeben, gerade im Stadtgebiet. Dieses Einbringen der Steine in der Strömung, um natürlichere Flussverläufe herzustellen. Das ist schon toll, dann wirklich in so einem Fluss mit natürlichem Verlauf wieder stehen zu können. Es ist ein wunderbarer Ausgleich zum Arbeitsalltag. Ich brauche hier 2-3 Minuten im Fluss, dann ist alles andere weg.